aus Bütten war der Star gestorben. Deutschland trauert um einen der sympathischsten TV-Stars des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Sven Walser, 59, ist tot. In wenigen Tagen hätte er seinen 60. Geburtstag gefeiert. Sven Walser, Stallknecht Kuhner, gestorben. Von 1997 bis 2021 war Sven Walser in der NDR-Serie Neues aus Bütten war der zu sehen. 24 Jahre lang spielte er sich als schuljungenhafter Stallknecht Kuhner in die Herzen der Fans. Unvergessen bleibt Kuhners große Leidenschaft für die Comicreihe Killerkralle. Sven Walser, Todesursache. Wie nun bekannt wurde, starb der sympathische Schauspieler bereits am 4. April 2023 in Berlin. Am 26. April wäre Sven Walser 60 Jahre alt geworden. Sein Tod kommt viel zu früh. Die Familie des Stars bestätigte den Tod nach schwerer Krankheit, ohne nähere Angaben dazu zu machen. Große Trauer nach Sven Walsers Tod. Sven Walser hinterlässt eine Frau und drei Kinder. NDR-Programmdirektor Frank Beckmann, 57, erklärte gegenüber der Bild-Zeitung: Mit Sven Walser verliert der NDR einen besonderen Schauspieler. 24 Jahre lang hat er sich in Neues aus Bütten war damit der Figur des liebenswert komischen Pferdeknechts Kuhner in die Herzen der Fans gespielt. Unser Mitgefühl gilt ganz besonders seiner Familie. Sven Walser ist tot, NDR endet das Programm. Neben seiner Kultrolle als Stallknecht Kuhner war Sven Walser in TV-Kultserien wie Großstadtrevier, Tatort und Morden im Norden zu sehen. Auch das Theater ließ den gebürtigen Bremer nie los. In den vergangenen Jahren stand er immer wieder im Hamburger Ernst-Deutsch-Theater auf der Bühne. Dort las er während des Corona-Lockdowns 2020 in 114 Folgen Thomas Manns Roman Der Zauberberg,